Hallo, wir erklären heute die historischen Wurzeln eines aktuellen internationalen Konflikts anhand der Terroranschläge in Brüssel. Das ist Silke. Hallo, ich bin Silke und ich möchte wissen, wie es zu den Terroranschlägen in Brüssel kam. Aber was ist Terrorismus? Das ist Steffen. Er erklärt Silke, was Terrorismus ist. Hi, ich bin Steffen. Um es einfach zu sagen, Terrorismus ist das, was böse Jungs tun. Aber stimmt das? Terrorismus bezeichnet eine gewaltvolle und aggressive Durchsetzung von seiner politischen Meinung oder seines Glaubens. Aber wer macht so etwas überhaupt? Die Attentäter, die auch als Terroristen bezeichnet werden, gehören zum ISIS. ISIS bedeutet Islamischer Staat im Irak und Syrien und gehört zu den radikalsten islamistischen Gruppen im Nahen Osten. Der IS will ein islamistisches Kalifat, also einen islamistischen Gottesstaat im arabischen Raum schaffen. Und was hat das mit den Terroranschlägen in Brüssel zu tun? Einer der Logistiker des IS, der für die Anschläge zuständig ist, plante den Anschlag am 13. November 2015 in Paris. Salah Abdeslam wurde verhaftet. Daraufhin sprengten sich wenige Tage später zwei Terroristen im Flughafen und einer an der Bahnhofsstation in Brüssel in die Luft. Das größte Beispiel für internationalen Terrorismus ist in den USA. Am 11. September 2001 kam es zu einem der heftigsten Anschläge. In die Türme des World Trade Centers flogen zwei Flugzeuge. Und zerstörten diese komplett. Und wer ist eigentlich davon betroffen? Direkt ist das belgische Volk betroffen, da viele materiellen Schäden entstanden sind. Auch psychische Schäden haben die Betroffenen der Opfer verarbeiten müssen. Indirekt sind viele weitere Völker und Länder betroffen. Weil der internationale Zugverkehr eingestellt wurde, Flüge von und nach Brüssel wurden gestrichen und die Deutsche Bahn den Fernverkehr nach Brüssel eingestellt hat. Aber was hat sich durch die Anschläge verändert? Nach den Anschlägen rief die belgische nationale Regierung die höchste Terrorwarnstufe, also Stufe 4, aus. Einige Flughäfen in Europa, die deutsche Bundespolizei und die Grenze zu Belgien erhöhten ihre Sicherheitsbereitschaft, indem sie die Ausweise, die Autos und alles weitere strenger kontrollierten und überwachten. Die Sicherheitsbehörden der verschiedenen Länder arbeiten ab jetzt besser miteinander zusammen. Welche Konsequenzen haben die Anschläge? Die Leute wollen nicht mehr auf die Straße gehen, weil die Angst vor einem erneuten Anschlag viel zu groß ist. Viele Familien haben ihre Angehörigen oder Freunde verloren. Welche Rolle spielt der Konflikt für Europa? Die Sicherheit muss jetzt verbessert werden, indem die Geheimdienste nun miteinander arbeiten und ihre Informationen austauschen, damit sie vorzeitig gegen die Terroranschläge vorgehen können, falls es zu einem erneuten Anschlag kommen sollte. Das denken wir darüber. Wir finden es ziemlich daneben, sich ohne nachvollziehenden Grund in die Luft zu sprengen. Es ist völlig sinnlos, unschuldige Menschen mit in den Tod zu reißen. Durch diese Attentate kann man unserer Meinung nach anderen Menschen nicht seinen Glauben aufzwingen. Für uns hat es nichts mit Religion zu tun, sein Leben vorzeitig aufzugeben und sich selbst zu töten. Es wäre nichts für uns, unser eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen aufgrund einer Religion zu beenden. Deshalb denken wir, dass viele diese Taten auch aus Verzweiflung begehen, weil es im privaten und gesellschaftlichen Leben keinen Ausweg mehr für sie gibt.